So, hier zeige ich euch kurz, wie man am iPhone den WLAN-Hotspot aktiviert. Tippt auf Einstellungen und dort relativ weit oben auf den Eintrag Persönlicher Hotspot. Dort könnt ihr oben das Häkchen aktivieren, Zugriff für andere erlauben. Damit ist euer WLAN-Hotspot dann eigentlich schon aktiviert. Darunter könnt ihr noch ein eigenes Passwort vergeben oder das vom iPhone vorgeschlagene einfach drin stehen lassen mit Fertig bestätigen. So, unter dem Namen eures iPhones taucht nun ein WLAN bei anderen Geräten auf. Das war's.